Welcome to Listen and Learn. In diesem Video erkläre ich euch das Simple Present, also das Präsens bzw. die Gegenwartsform. Beginnen wir mit der Bildung des Simple Presents in einem Aussagesatz mit dem Beispiel to walk to school, zur Schule gehen. Im Simple Present haben Verben keine Endung. Das heißt, du benutzt einfach die Grundform des Verbes. In der ersten Person wäre das I walk to school. Ausnahme hier ist die dritte Person Singular. Hier musst du an das Verb noch ein S dranhängen. Somit wird aus walk walks. Hier kommt der berühmte Merksatz he, she, it, das S muss mit zum Einsatz. Kommen wir nun zur Bildung bei Verneinungen. Bei der Verneinung benötigen wir don't oder doesn't plus den Infinitiv, also wieder die Grundform des Verbes. In der ersten Person wäre das I don't walk to school. Ausnahme auch hier ist wieder die dritte Person Singular. Hier musst du doesn't vor das Verb setzen. Und da du in doesn't bereits ein S hast, darfst du an das Verb kein S mehr ranhängen. Bleiben noch die Fragesätze. Hier benötigen wir ähnlich wie bei den Verneinungen wieder die Worte do oder das. Wichtig ist hier, dass du oder das vor der Person stehen müssen. In der zweiten Person Singular wäre das dann do you walk to school? Kommen hierzu noch Fragewörter wie where, why oder how, stehen diese immer am Anfang des Satzes. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten, in denen du das Simple Present verwenden solltest. Erstens, Handlungen, die sich regelmäßig wiederholen, wie zum Beispiel I walk to school every day oder on Mondays I play tennis. Zweitens, Aussagen, die allgemein gültig sind, wie zum Beispiel the grass is green. Drittens, Handlungen, die feststehen, wie zum Beispiel the train leaves at 9 o'clock oder school starts at 8 o'clock. Viertens, Handlungen, die aufeinander abfolgen. Zum Beispiel, first I clean my room, then I play with my dog.